Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin, Leute. Heute geht es weiter. Wir haben nicht mehr ganz so lange Zeit in der Transferphase. Ja, also noch knapp 10 bzw. 11 Tage, um genau zu sein. Dann ist die Transferphase schon wieder vorbei. Wir haben noch, ja gut, viel nicht mehr. Geht 48 Millionen noch. Boah. Ist in Ordnung. Wir haben noch ein Angebot für Perin bekommen gehabt. Stimmt, von Monaco. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir das Ding irgendwie über die Bühne bekommen mit Perin. Weil irgendwie, mittlerweile muss ich sagen, lohnt sich nicht mehr, den zu behalten. Von daher wäre gut, den loszuwerden. Hier sind noch die Top-Transfers. Talisca wurde einfach von Tottenham geholt für 80 verdammte Millionen. Dann natürlich Neymar für uns und Alexandro. Lasst wie immer gerne ein Like da, Leute, falls ihr nicht mehr der gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Gerne täglich einschalten. Ihr wisst es, jeden Tag hier auf dem Kanal Karrieremodus. Ich hoffe, ihr seid täglich dabei. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Und ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr schaltet täglich ein, Mann. So. Würde ich sagen, achso, warte mal. Stimmt, Trent Alexander-Arnold haben wir uns auch noch gar nicht drum gekümmert. Der Deal ist auch noch... Ah doch, klar, den haben wir ja fertig gemacht. Ach, komplett lost bin ich schon wieder. Stimmt, den Deal haben wir ja durchgekriegt. Den haben wir ja verpflichtet. Stimmt, ja klar, weil wir Alexander abgegeben haben. Leute, wie immer, wer noch Bock hat, ne, checkt noch meinen Shop aus. Ihr wisst es ja, Nice Designs gibt es in Orange, in Blau, in Rot und in Grün. Leute, in allen vier Farben als T-Shirt, als Pullover erhältlich. So natürlich auch. Schwarz auf Schwarz, Weiß auf Weiß, jeweils als T-Shirt und als Pullover erhältlich. Ja, checkt das Ganze gerne aus. Weiterhin läuft noch Oster-Special, wenn auch Bock hat, sich nach Ostern was zu sneaken. Wenn ihr euch einen Pullover bestellt, egal welches Design, kriegt den T-Shirt, Turmbeutel oder eine dieser beiden LED-Nice-Lampen. Diese da hinten oder diese hier gratis zu eurer Bestellung dazu. Ja, also es lohnt sich. Ich würde mich freuen. Checkt es gerne aus. Danke an jeden, der mich damit im Kauf unterstützt. Na gut. Ah ja, stimmt, wir hatten auch noch mit Pulisic verhandelt hier, ne? Ja gut, aber Wolfsburg hatte dann kein Interesse. Okay, dann schauen wir mal. Wir können bis zu... Was? Wir können nur bis zu 59 verlangen. Alter, der ist auf 87 noch hochgegangen. Jetzt dachte ich, ja gut, jetzt können wir noch ein bisschen mehr verlangen. Das Ding ist der 27. Für einen Torhüter ist 27 das perfekte Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Torhüter keine Locke, so bis 35, 36 spielen, Alter. Das ist eigentlich das perfekte Alter. 27. So, das Ding ist, ich will ihn eigentlich jetzt schon langsam abgeben, muss ich sagen. Aber ich will trotzdem, ich will ihn eigentlich nicht für unter 70, 75 will ich ihn nicht abgeben, aber ohne Witz. Wir steigen mal auf 80 ein und ich hoffe nicht, dass sie sofort ablehnen. Obwohl, komm, wir steigen mal auf 75 ein. Ich wollte eigentlich schauen, aber auf 80 einsteigen, dann auf 75 runter, aber komm, wir steigen mal auf 75, 71 wären auch in Ordnung. Aber für unter 70 will ich ihn eigentlich nicht abgeben, Alter, ohne Scheiß. Weil, Digga, die haben uns vor 45 geboten, 50. Was ist das denn? Das habe ich auch noch nie gesehen. Die wollen mich ja komplett verarschen gerade. Digga, das ist der größte Witz aller Zeiten. Die haben vorher 50 Millionen geboten. Jetzt bieten die 5 Millionen weniger. So frech muss man erstmal sein, Alter. Was soll denn die Scheiße? Wen wollt ihr denn verarschen? Ey, wir bleiben jetzt stur auf 75. Was soll das denn? Jetzt gehen die wahrscheinlich runter auf 35. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist unser letztes Angebot. Alter, ihr habt vorher 50 geboten. Willst du mich komplett verarschen? Das habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Das ist ja die größte Verarsche aller Zeiten. Wir gehen mal auf 70 glatt. Aber das habe ich noch nie erlebt. Das ist ja wirklich ein absoluter Witz hier. Ja, komm. Hätte ich dir noch nicht gegönnt, Alter. Ohne Scheiß. Das habe ich noch nie erlebt, dass der 5 Millionen weniger bietet, als der vorher gebietet. Als der vorher geboten hatte. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ey, das ist die größte Verarsche aller Zeiten, Mann. Nicht mit mir, ey. Lass mich nicht verarschen hier. Dann behalten wir den. Mir egal, setz ihn auf die Bank, 3 Jahre, ist mir auch egal, ey. Nicht an so einen Verein am Monaco, verkaufe ich nie wieder einen Spieler, ich sag's euch. Verkaufe nie wieder einen Spieler am Monaco. Das ist ja die größte Verarsche gerade gewesen. Naja, egal, was soll's. Ah, hier ist leider das Bittere, ne, mit Skriniar, Alter, dass wir leider das Angebot da irgendwie nicht durchgekriegt haben, ey. Naja, kann man nichts machen. Was soll's. Naja, gut. Aber bleibt's dabei. Wen wollen wir denn noch verpflichten, ey? Ah ja, stimmt, wir hatten hier, genau, Joao Felix hatten wir noch auf die Liste gepackt. Arthur wollten wir noch holen oder Havertz halt. Arthur wird raus sein aus dem Rennen, weil er zu teuer ist. Havertz könnte man noch holen. Joao Felix ist einfach momentan bei Union Berlin. Auch ganz, ganz komisch, Alter. Weiß ich auch nicht, wie der da hingekommen ist, aber den wollen wir uns holen, weil der 89er Potenzial hat. Das ist natürlich echt saftig. Vor allem, wenn er bei Union Berlin spielt, denke ich mal nicht, dass wir mehr als 10 Millionen für den zahlen müssen. Das ist halt auch mega geil. Aber ja,
Wir werden sehen. Was wir im Endeffekt zahlen müssen, werden wir sehen. Aber ich denke, mehr als 10 Millionen werden wir nicht für den bezahlen müssen. Aber wer weiß, ne? Wer weiß ja nie. So, Nationalkader müssen wir auch noch bald bekannt geben. Stimmt, Länderspielpause steht ja auch schon wieder bald an. Ist ja immer zu Beginn der Saison, wisst ihr. Und Spieler ist auskuriert. Oh, Koulibaly ist mal wieder langsam fit und kann am Training teilnehmen. Ah ja, Weltmeisterschaftsquali steht ja schon wieder an. Stimmt. Eigentlich geschaut, wer ist denn bei uns in der Gruppe so? Finnland, Griechenland. Paarung anzeigen. Naja, scheint jetzt nicht. Schon wieder Belgien, Alter. Warum ist immer Belgien bei uns in der Gruppe, Mann? Das ist doch irgendwie langweilig, Alter. Ohne Witz, ne? Aber das Gefühl, in FIFA sind bei der EM und bei der WM-Quali und so, ohne Scheiß, Alter, die Gruppen gefühlt immer dieselben, ey. Das ist irgendwie ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also die Nationalkadergruppen, irgendwie immer dasselbe gefühlt. Na egal, ab geht's gegen Rom. Topspiel. Zweites Topspiel der Saison. Ja, gegen Mailand. Letzte Folge gut gewonnen gehabt. Jetzt geht's aber hier gegen Rom. Ich glaube, wir hatten sogar 3-1 oder so gegen Mailand gewonnen gehabt. Aber war ein Heimspiel. Jetzt Auswärtsspiel in Rom. Wird nicht leichter. Rashford hat den Sieg geholt. Okay, und der verschießt auch direkt den Elfmeter in der 8. Minute zum möglichen 1:0. Milinkovic-Savic holt sich 6 Minuten später in der 14. die gelbe Karte ab. Zur Halbzeit bleibt es bei 0:0. Kodric kommt für Pastore, Pulisic kommt für Mbappé. Savic holt sich ebenfalls die gelbe Karte ab. Nach gelben Karten steht es also 1:1 und ich wollte gerade sagen, nach Toren steht es 0:0, aber Dybala mit dem 1:0 und Kodric, der zuvor eingewechselt wurde, macht in der 83. doch noch den Ausgleich. Das heißt, nach gelben Karten steht es 1:1 und auch nach Toren steht es am Ende 1:1. Ja, naja, ein bisschen bitter, dann in der 83. dann noch das Tor zu kassieren, aber ja gut. Kann man jetzt nichts daran ändern, ne? Was soll's, ey. Scheiße gelaufen. Naja, egal. Ja, okay, erstes Spiel gewonnen, jetzt unentschieden. Naja. Emre Can und der will öfters spielen, bis er hat keine Chance, diese Rolle zu übernehmen. Ja, ich will Emre Can ja mehr oder weniger eigentlich auch verkaufen. Das Ding ist, wir haben den ja auch auf der Transferliste. Muss man da kurz nachschauen. Erstmal gehen wir in den Trainingsanleit. Wir haben den ja auch auf der Transferliste. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt noch so lohnt, den jetzt immer zu trainieren. Obwohl, er ist schon wieder jetzt ein Stück hochgegangen. Also auf 86 können wir den wahrscheinlich noch hochpushen. Ich weiß nicht, ob mehr wird da wahrscheinlich auch nicht möglich sein. Das Ding ist, es kommen irgendwie keine Angebote rein. Ne? Also irgendwie hat ja keiner so wirklich Interesse. Wir haben einfach zwei verletzte Innenverteidiger. Wann ist der wieder fit? 3 Wochen dauert es auch noch bei Koulibaly. Bei Romagnoli dauert es halt einfach noch 7 Wochen. Ne? Ja, wir werden aber defensiv keinen Spieler mehr kaufen. Die Emre Can, ja, ist auch unglücklich. Er kriegt irgendwie kein Angebot. Ne? Ja, ein bisschen komisch, Alter. Warum? Ich weiß nicht, Alter. Warum? Der ist 26, Alter. Der ist. Keiner hat Interesse, Alter. Ohne Witz. Also keiner hat Interesse. Jetzt war noch gerade hier irgendwas wegen der Champions League, ne? Chrom-Auslosung bekannt, oder was? Das. Ah ja, hier. Anspannung bei den Clubs vor der Auslosung. Na gut. Wurde noch nicht, glaube ich. Naja, wir simulieren noch mal ein paar Tage. Oder wir schauen mal ganz kurz. Vielleicht ist schon ausgelost. Nee. Nicht dann raus. Nee, ist noch nicht ausgelost. Okay, bin gespannt, Alter. Champions League Gruppenphase letztes Jahr hatten wir, muss man. Ja, doch schon sagen, Glück. Muss man schon sagen. Weil. Ja, die Gruppe war jetzt schon, muss man ja ehrlich sagen, nicht die allerschwerste. Ja, von daher hatten wir schon ein bisschen Glück in der Gruppenwahl. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Immer noch nicht bekannt. Digga, wie lange brauchen die denn, ey? Ja, gefühlt 10 Jahre brauchen die, aber na gut. So, wir werden mal schauen. Und zwar wollen wir noch in Sachen Transfers. Wir gucken mal, was wir mit Havertz machen hier. Wo ist er? Und da würde ich sagen, verhandeln wir erstmal, ja? 31 bis 46 Millionen, das geht klar. Der ist halt auch ein Allrounder, ne? Habt ihr gesehen. ZOM, Mittelstürmer und rechtes Mittelfeld. Das ist halt auch das Geile. Ihr wisst es ja, so Spieler feiere ich halt. Also Spieler, die halt Allrounder sind, die überall spielen können, feiere ich halt immer richtig. Wir müssen halt schauen. Ja, das Ding ist, wenn wir den jetzt 40 Millionen holen sollten, machen wir erstmal 35, müssen wir jetzt schauen, was die für Joao Felix haben wollen. Ne? Müssen wir auch noch abchecken. Weil Joao Felix will ich schon eigentlich unbedingt holen, vor allem weil er jetzt halt auch momentan so wirklich im Fokus steht. Durch die Spiele auch in der Europa League gegen Frankfurt. Was? 55 Millionen wollen die? Oh, ja, okay, gut. Dann können wir Havertz natürlich eh nicht kaufen. Boah, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerecht. Ich dachte, die wollen so 45 oder so. Okay, vielleicht kriegen wir den für 45, aber boah, das ist schon hart. Ich habe irgendwie gehofft, den so für 40 zu kriegen, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, die fordern 45, ja gut, dann gehen wir auf 40. Das wäre so mein Wunschdenken gewesen, für 40 den zu bekommen. Aber ich sage mal so, ich glaube, 40 Millionen wird nichts mehr geben. 44? Ja gut, die gehen einfach mal 10 Millionen runter, von 55 auf 44.
Ja, Problem ist nur, wir gehen nochmal, wir bleiben auf 40, wir bleiben einfach stur, weil selbst, dann haben wir noch 8 Millionen, aber selbst die 8 Millionen könnten auch eng werden, um Joao Felix zu verpflichten. Das Ding ist, der wird halt noch momentan beobachtet, wir wissen halt noch gar nichts über den, ich weiß halt nicht, was der für einen Marktwert hat und so, das ist halt das Problem, der bleibt aber stur bei 44. Pass auf, gehen wir mal auf 42, treffen wir uns in der Mitte von 4 bei 2, so sieht's aus, 42 geht klar, oder? Ja, diesen Vorschlag nehmen wir an, okay. José Mourinho wird es annehmen, ja. 42 Millionen für Havertz ist eigentlich ein guter Preis. Muss man ehrlich sagen, ist ein guter Preis. Kann man beschweren, kann man sich da eher weniger. Die Frage ist nur, ob wir dann noch genug Cash haben, Joao Felix zu verpflichten. Der soll mal hier ein bisschen sich beeilen jetzt hier. Meine Fresse, aber wie lange braucht er, um den zu brauchen? Der hat nur 3 Sterne Skills, sehe ich gerade. Ich denke mal, der wird nächstes Jahr auch Upgrades bekommen, weil er hat schon gute Technik, er hat auch den einen oder anderen Skill immer eingebaut. Ich denke mal, der wird auf 4 Sterne hochgehen. Aber gut, Talisca ist auch 26, ne? Auch 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, auch nicht schlecht, muss man sagen, ne? Naja, was soll's. Das war's erstmal, Leute, von der heutigen Folge. Like-Angebot für Ferrari und Transferangebot für Icardi auch noch. Ah, oh, PSG, Digga, da können wir einiges von fordern. Das war's aber erstmal von der heutigen Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, könnt ihr noch gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Checkt wie immer noch gerne meinen Shop aus. Ja, nice Designs gibt es in Orange, in Blau, in Rot und in Grün. In den 4 Farben. Jeweils als T-Shirt und als Pullover erhältlich. Das hier ebenfalls als T-Shirt und als Pullover erhältlich. Schwarz auf schwarz, weiß auf weiß. Checkt es aus, Leute. Wie immer, wenn euch ein Pullover bestellt, bis 28. April gibt es entweder ein T-Shirt, ein Turmbeutel oder eine dieser 9 nice LED-Lampen, diese oder diese da hinten, gibt es gratis zu eurer Bestellung dazu. Und nicht vergessen, gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Also wer Bock hat, checkt es mal gerne aus. Danke an jeden, der mich damit im Kopf unterstützt. Würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Schaltet gerne wieder ein, haut rein und ciao.